Mord im Mammutschlitten-Express. Nach einer Geschichte von Sascha Kubat. Rosa Häuptling, haut drauf! Agathe, was gibt es? Etwas Schreckliches ist geschehen. Unser Klingenmacher und Steineklopfer. Du meinst Einstein, den großen Faustkeilmacher unseres Stammes. Hat er wieder etwas erfunden? Nein, er hat etwas gefunden. Was denn? Den Tod. Ach, wo hat er ihn denn gefunden? Auf dem Mammutschlitten-Express, der vom Flusstal kam. Der Mammutschlitten-Express? Ha, was für ein neumodischer Unsinn! Es musste ja zur Katastrophe kommen. Wie kann man nur einem Mammut vertrauen, das einen Schlitten zieht? Nur um unser schönes Steintal mit dem Flusstal zu verbinden. Und wer will schon ins Flusstal? Nun, in den Sommermonaten ist es dort ganz angenehm. Da gibt es nur Zecken und Mücken. Und nun? Eine seiner eigenen Erfindungen hat unseren Einstein getötet. Nein, nicht ganz. Wie? Hat ihn nicht das Mammut zertrampelt? Nein. Er wurde auf dem letzten Schlitten des Mammut-Schlitten-Express gefunden. Er muss auf der Fahrt vom Flusstal zu uns umgebracht worden sein. Ach wirklich? Mord? Dann müssen wir Blutrache üben. Wer war es? Keine Ahnung. Wir haben die anderen Fahrgäste an unserem Feuer zusammengetrieben. Ah, gut. Dann bringen wir sie alle um. Nein! Wir müssen sie befragen und den Mörder unter ihnen erkennen. Befragen? Du meinst, wir sollen ihnen zuhören? Wir werden sie verhören. Aber vorher schauen wir uns Einsteins Leichnam an. Sie haut drauf. Das ist der Mammut-Schlitten-Express. Ein Schlitten vorne für die Fahrgäste sowie den Schlittenlenker. Und dahinter ein Schlitten für das Gepäck. Einstein lag auf dem Gepäckschlitten, auf dieser in Ochsenhaut eingeschlagenen Steinplatte. Und was ist das in seiner Brust? Die Mordwaffe. Jemand muss diesen Speer vom vorderen Schlitten aus auf Einstein geworfen haben. Das hat ihn wohl getötet. Das ist doch kein ordentlicher Speer. Was ist das? Ein Zahnstocher für Höhlenbären? Nein, das ist eine Fischharpune. Ha! Also das Flussvolk. Ich sage nur Blutrache. Halt, hau drauf. Wir müssen die Fahrgäste befragen. Einer von ihnen ist der Mörder von Einstein. Na gut. Das sind also die Fahrgäste. Wen haben wir denn da? Den da, den kenne ich doch. Das ist Meister Obsidian, der Faustkeilmacher aus dem Flusstal. Großer Hau drauf. Ich falle euch zu Füßen. Ich bin hier drüben. Ihr fallt vor der weißen Frau Agathe in den Staub. Entschuldigt, aber meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher. Großer Hau drauf. Ich bedauere den Verlust eures Stammes. Einstein war einer der besten Steinklopfer. Er war der Beste. Nun, vielleicht nicht so gut wie ich. Was? Ja. Er war der Beste. Großer Hau drauf. Gut. Agathe, soll ich noch was fragen? Ich übernehme große Hau drauf. Also, Meister Obsidian, ihr habt zusammen mit unserem Einstein den Mammutschlitten-Express gegründet. Stimmt das? Ja, vor 2 Sommern. Einstein kümmert sich um die Technik, also Mammut, Schlitten und Lianen.
und ich bin der Vorsitzende und Marketing-Experte. Der Mammutschlitten-Express kommt sehr gut an. Er verbindet das Steintal mit dem Flusstal. Die Menschen waren noch nie so mobil. Überall Touristen in meinem Steintal. Ihr latscht uns nur die schönen Steine platt. Aber trotzdem erlebt das Steintal durch den Express einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ihr könnt eure Steine exportieren und gegen schöne Sachen eintauschen. Wo soll da schon was Schönes herkommen? Habt ihr nicht selbst ein Elchgeweih aus den fernen Ländern des Nordens bestellt? Es wurde mit dem Mammutschlitten geliefert. Ja, habe ich das etwa? Ach, das führt zu nichts. Meister Obsidian, hattet ihr mit Einstein Streit? Nun... ihr zögert? Hattet ihr nun Streit? Nein. Oh, doch. Und wer ist das? Ich bin Azuli, die Auszubildende bei Einstein. Ich lenke den Mammutschlitten jeden Tag. Mhm. Und du sagst, Meister Obsidian und Einstein hatten Streit? Ja, sie stritten sich sehr laut hinter mir auf dem Schlitten. Dann hat Einstein gesagt, störe meine Kreise nicht, und ist nach hinten auf den Gepäckschlitten geklettert. Er wollte wohl seine Ruhe haben. Das kann ich verstehen. Was? Glaubt ihr etwa diesem Kind? Ruhe! Azuli soll sprechen. Worüber stritten sie sich deiner Meinung nach? Über die Modernisierungen. Was für Modernisierungen? Meister Obsidian will 9 Nüsse von jedem Fahrgast pro Fahrt. Einstein wollte das nicht. Wie? Was für Nüsse? Na, normale Nüsse. Einstein sagte, Obsidian will die Nüsse nur für seine eigene Höhle, um ein Großnussionär zu werden. Ein was? Ein Sammler von vielen Nüssen. Aber großer Haut drauf, das stimmt doch gar nicht. Die Nüsse sind doch betriebswirtschaftlich für den Mammutschlitten-Express nötig. Betriebswirtschaftlich? Wie meinst du das? Der Mammutschlitten-Express muss sich doch für alle lohnen. Ja, auch für dich, Azuli. Gerade für dich. Denke an die Arbeitsteilung. Du kannst nicht jagen und sammeln, während du den Mammutschlitten lenkst. Woher kommt dann aber dein Essen? Dann müssen andere für dich mitjagen und sammeln. Und das machen die Jäger und Sammler nicht umsonst. Und Nüsse sind nun einmal das Tauschgut, das in jedem Tal akzeptiert wird. Wie viele Nüsse bekommt Azuli pro Fahrt? Ich bekomme eine Nuss für jeden Tag. Warum denn nicht, sagen wir, 9 Nüsse pro Tag? Das hat betriebswirtschaftliche Gründe. Rendite und so. Rentiere? Oh nein. Er meint, es geht um die Menge der Nüsse in einem Sommer, die durch die Fahrten eingenommen werden können. Verstehe ich nicht. Also, was willst du mit den ganzen Nüssen, Obsidian? Na, anlegen. In Fonds. Suppe. Was? Suppenfonds. Du machst aus den Nüssen also eine Suppe? Nein, ich lege sie in eine Höhle als Nussbestand. Wie ein Eichhörnchen für den Winter? Ja, genau. Und wenn ich mal eine Nuss brauche, greife ich in meinen Nussfond. Du greifst also in die Suppe? Das ist ja widerlich. Oh, großer Haut drauf, lassen wir das. Kommen wir noch einmal zurück zu den 9 Nüssen. Einstein wollte das nicht? Also die 9 Nüsse pro Fahrgast? Nein, er wollte, dass der Mammutschlitten-Express für alle Menschen auch ohne Nüsse benutzbar ist. Aber das wäre betriebswirtschaftlich eine absolute Katastrophe. Allein was es kostet, den Trampelpfad trampelig zu halten. Also, war Einstein gegen dein Vorhaben mit den 9 Nüssen? Du hattest also ein Motiv, Einstein loszuwerden. Er ist also der Mörder von Einstein? Darf ich ihn tothauen? Was? Nein! Halt, hau drauf! Wir müssen erst alle Fahrgäste befragen, bevor wir ein Urteil fällen. Ich wollte Einstein nicht loswerden. Er war ein genialer Erfinder. Aber der kostenfreie Mammut-Nahverkehr rechnet sich einfach nicht. Wozu soll das nützen? Einstein wollte, dass die Menschen sich ausbreiten können. Über alle Täler, bis hin zum Meer. Was? Dann könnten die Menschen vom Meer einfach in den Mammutschlitten-Express steigen, in mein schönes Tal rumpeln und dann mein Geröll wegtragen? Ja, das war Einsteins Traum. Massentourismus?
Nein, dass die Menschen aller Stämme sich vereinen. Aber wozu denn? Bonga Bango. Ah, Bonga Bango. Das ist ein sehr guter Grund. Außerdem wäre der Mammutschlitten-Express viel schneller mit dem Rad. Was ist ein Rad? Das ist eine Erfindung von Einstein. Es hat drei Ecken. Ein Dreieck. Wie soll der Mammutschlitten-Express dadurch schneller werden? Er wollte das Rad an die Schlitten schrauben, um Reibung zu vermindern, sagte er. Aber im Test klappte es nicht. Es war eine, nun, etwas eckige Fahrt. Aber es gibt doch ein Update. Die Steinplatte, die auf dem letzten Schlitten liegt. Ein Update? Moment, ich hole sie. Dann seht ihr es selbst. Hier auf der Steinplatte ist der Entwurf des neuen Rades zu sehen. Und was ist da jetzt anders dran? Es hat keine Ecken. Das Rad ist rund. Ja, es ist wie eine Lawine, die den Berg herunterrollt. Rund. Wie ein rollender Stein. Hier, auf der Steinplatte. Neben der Radzeichnung hat jemand um seine Hand rote Lehmfarbe auf die Platte gespuckt. Das ist doch ein Zeichen der Autorenschaft, oder? Ja, das stimmt. Alle Faustkeilmacher zeichnen mit einer Hand auf der Skizze ihre Urheberschaft an einer Idee. Aber es ist eine kleine Hand. Na und? Eine kleine Hand mit fünf Fingern. Was ist daran besonders? Einstein hatte große, raue Hände. Die Hände eines Faustkeilmachers. Sicherlich. Und er hatte nur vier Finger. Stimmt. Er hat den fünften Finger vor vier Sommern an einen Säbelzahntiger verloren. Also, was heißt das, große Haut drauf? Reiche nie einem Säbelzahntiger den kleinen Finger, sondern haue ihm ordentlich einen aufs Maul. Was? Nein! Wieso nein? Einstein hat dem Säbelzahntiger ordentlich aufs Maul gehauen und aus seinen Zähnen eine Kette gemacht. Da war er unheimlich stolz drauf, ja? Ach nein, das heißt, die Hand ist zu klein und sie hat fünf Finger. Es ist nicht Einsteins Hand, es ist nicht sein Entwurf. Aber wer denkt sich denn sonst ein Rad ohne Ecken aus? Das ist der Entwurf von Azuli. Hier, schaut. Aua! Azulis Hand passt genau auf den Handabdruck der Steinplatte. Ja, es ist mein Radentwurf. Aber Einstein hatte doch die Reputation. Er war doch der Meister. Was meint sie damit? Ja, dass sie auch ein Motiv hat, Einstein loszuwerden. Das runde Rad ist ihre Erfindung. Aber Einstein wollte das Rad wohl als seine Erfindung ausgeben. Unrechtmäßige Urheberschaft. Also, soll ich jetzt Azuli tothauen? Nein. Wir müssen noch den letzten Fahrgast befragen, bevor wir ein Urteil fällen. Hallo, großer Hautrauf. Hallalalalalalalo. Wie was? Agatha, wer ist denn das? Ich bin Moon Lin, großer Hautrauf. Die Tochter von Rotbarsch, dem Anführer der Fischer in Flusstal. Also wirklich sehr erfreut. Moon Lin, in welcher Beziehung stehen Sie zu Einstein? Ich, in keiner. Aber das stimmt doch nicht. In keiner mehr. Könnt ihr das mehr ausführen? Nun, der arme Einstein ist tot. Insofern stehe ich in keiner Beziehung zu Einstein. Aber davor standen Sie in einer Beziehung? Einstein kam jeden Sommer ins Flusstal. Wir kannten uns. Er machte auf dem Hof meines Vaters immer Urlaub. Ihr habt eine schöne Kette um den Hals. Von was für einem Tier stammen die Zähne? Agathe, was soll die Fragerei? Das sieht man doch. Das sind die Zähne eines Säbelzahntigers. Aber ich habe auch noch eine Frage. Meine gute Moon Lin, habt ihr einen Gefährten?
Leider nicht mehr. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also, nicht gut, meine ich. Oh, darf ich weitermachen? Ja. Und euer Gefährte, der nicht mehr ist, war das etwa Einstein? Stimmt es, dass er auf dem Hof nicht nur Urlaub machte, sondern dass er euch den Hof machte? Ja, wir haben uns geliebt. Einstein wollte mit mir Kinder zeugen und ins Flusstal ziehen, um Fischer zu werden. Was? Aber ganz sicher nicht. Einstein liebte nur seinen Steinbruch. Niemals wäre er ins Flusstal gezogen. Er lebte für seine Wissenschaft. Und das kann ich bestätigen. Einstein wollte den Mammutschlitten-Express ausbauen bis in die Bergtäler. Der hatte gar nicht vor, nächsten Sommer ins Flusstal zu kommen. Das ist nicht wahr. Wir liebten uns. Er schenkte mir sogar seine Kette. Oh, nicht weinen, beste Moonlin. Nun, große Haut drauf. Ich denke, der Fall ist geklärt. Oh, endlich kommen wir zur Blutrache. Wen darf ich tothauen? Na, gehen wir der Reihe nach. Meister Obsidian. Was? Ich habe es gewusst. Haut drauf! Runter mit der Keule! Meister Obsidian hat zwar ein Motiv. Er wollte einfach mehr Nüsse. Und dabei stand ihm Einstein sicher im Weg. Aber er sieht kaum etwas. Niemals hätte er vom vorderen Schlitten aus Einstein mit einer Harpune bewerfen können und dann auch noch treffen. Also dann Azuli. Auch Azuli hat ein Motiv. Aber ich doch nicht. Ich liebte Einstein wie mein Vater. Doch du hattest das Rad erfunden, das rollt ohne Ecken. Aber Einstein gab es als seine Erfindung aus. Aber er hatte doch den großen Namen. Ruhe! Also, Azuli war es? Nein, Azuli hat zwar ein Motiv, aber sie lenkte den Mammutschlitten, während Einstein ermordet wurde. Also kann es Azuli nicht gewesen sein. Es bleibt nur eine Person, die Motiv und Gelegenheit hatte, Einstein zu ermorden. Wer? Moonlin! Was, wirklich? Moonlin hat Einstein mit einer Harpune ermordet. Da sie im Flusstal groß geworden ist, kann sie sehr gut damit umgehen. Nicht wahr? Aber warum? Ich bin unschuldig. Ach, leugnen Sie etwa, dass Einstein die Beziehung beenden wollte? Er hat Ihnen zum Abschied seine heißgeliebte Tigerzahnkette geschenkt. Nein, doch. Und ist es nicht Ihre Harpune, die dort in seiner Brust steckt? Hä? Aber ich wurde dazu getrieben. Ich konnte doch nicht anders handeln. Er wollte mich doch nicht wiedersehen. Ihr müsst mir glauben, große Haut drauf. Ich habe ihn geliebt. Aber Einstein liebte nur seine Steine. Oh Gott, sie weint. Und jetzt? Es war ein Mord aus dem Affekt heraus. Affe, was? Sprich dein Urteil, große Haut drauf. Na gut. Obsidian? Was? Du gibst mir in regelmäßigen Abständen etwas von deiner Nusssuppe ab. Von meinem Nussfond? Warum? Wenn dein Mammutschlitten-Express hier ständig Steintouristen herankarrt, dann brauche ich Nüsse. Viele Nüsse. Ich muss schließlich die Infrastruktur im Steintal ausbauen. Was wollt ihr denn bauen? Mir schwebt da ein Steinkreis vor. Das ist sicher ein toller Anblick bei Sonnenaufgang. Hä, aber wozu? An dem Steinkreis könnten die Touristen beginnen, enden, halten, überholen, kreuzen oder wenden. Und es ist sicherlich eine tolle Touristenattraktion. Ach, keiner nimmt eine lange Reise auf sich, um sich einen Steinkreis anzusehen. Es kommt auf die Größe an. Ich stelle mir einen Kreis von vielleicht, ja, sagen wir mal, 30 Quadern mit Decksteinen vor. Was? Da braucht ihr aber viele Nüsse. Und wer soll das planen? Einstein ist doch tot. Azuli. Ich? Warum ich? Wenn dein Rad funktioniert, dann bist du unser neuer Faustkeilmacher. Unser neuer Einstein. Also baue dein Rad und montiere es an den Schlitten. Und mache das schnell, denn ich will verreisen. Verreisen? Wohin denn? Ich fahre ins Flusstal. Zu Rotbarsch. Und das will ich nicht auf einen staubigen Schlitten machen. Und warum?
Moonlin? Ja, großer Hautrauf? Ich werde dich zu meiner Gefährtin machen. Was? Was? Warum? Sie hat doch Einstein ermordet. Sie hat gestanden. Und ich werde im Sinne meines Freundes Einstein handeln. Aber wie? Einstein wollte, dass sich die Menschen aller Stämme vereinen. Na, ihr wisst schon. Bongo, Bongo. Hä? Bongo, Bongo? Aber sie hat ihn doch erstochen. Ja, aber aus Liebe. Ich mag leidenschaftliche Frauen. Es gibt einer Beziehung das gewisse Etwas. Aber... Agathea, willst du etwa meine Entscheidung in Frage stellen? Nein, große Haut drauf. Eure Gefährtin zu sein, ist sicherlich Strafe genug. Genau. Also, Mundin, komm, ich zeige dir meine Hütte. Die ist toll. Ich habe da drin eine Bettstatt aus einem Elchgeweih. Nein, aus einem Elch? Selbst geschossen, großer Haut drauf? Sicherlich, aber nicht doch so förmlich. Nenn mich doch einfach Howie. Mein starker Howie. Was muss man denn auf einer Reise ins Flusstal so mitnehmen? Und wie ist dein Vater so drauf? Er ist etwas barsch. Deswegen heißt er ja Rotbarsch. Was soll nur aus den Menschen werden?